Servus Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Da bin ich wieder und wir sind in dem Zug mit Isaac und oh fuck, da ist irgendwas kaputt. Und oh scheiße, da ist irgendwas richtig kaputt. Hier kommt die Kavallerie. Ah, das ist das Shuttle, cool. Oh, okay. Oh, scheiße. Oh. Welches ist jetzt das größere? Ich weiß es nicht. Hm. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es irgendwas wird mit unserer Rettung. Oh, shit. Waren das jetzt die guten? Ich weiß es nicht. Ja, ich versuch's. Okay, den hat's gut erwischt. Schon Isaac, runter mit dir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, geh mal weg hier mit deinen Leichenteilen. Hoch. Und zu unserem Rettungsschiff. Oh. Wo wir noch mal rennen? Hier mal rennen. Oh. Hüpf! Komm schon, hoch, 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 hoch. Halt mich fest. Ich kriege ganz viel E. Oh. Sehr schön. Weg hier. Und dann wachen wir auf nach einem echt schlechten Traum. Oder? War es etwa kein Traum? Wer ist das? Anscheinend nicht. Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn sehen. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Okay, der Typ ist ganz schön hart gesotten. Strengen Sie sich demnächst an. Komm mal. Wir sind keine Freunde. Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Ziel hinzugefügt. Drücken Sie Tabulator für Details. Ah ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier navigieren kann mit den Dingern. Hm. Nordenkaber. Wer diese Männer auch sind, sie haben einiges auf sich genommen, um mich zu finden. Aber wenn es eines gibt, was ich von der Sprawl gelernt habe, dann das Vertrauen gefährlich ist. Norton sollte lieber ein paar Antworten parat haben, wenn er von mir erwartet, dass ich bei seinem Plan mitmache. Hell yeah! So und nicht anders. Isaac sagt uns an, wie es läuft. Audionachricht. Abspielen. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Okay, ich schätze mal, dass dieser Typ wahrscheinlich dann unser Koop-Partner sein würde. Ich weiß gar nicht, wie er dann in der Solo-Kampagne abläuft. Oh, da hinten liegt was. Ha! Gecheckt. Und ja, anscheinend ist sein Sohn etwas von ihm vernachlässigt. Sein Sohn bewundert ihn aber. Und ja, der Vater will aber nicht, dass er Soldat oder Soldaten euphorisiert. Aus nachvollziehbaren Gründen, wie ich meine. Ich meine, die machen alle einen harten Job, aber okay, Leute, alle mal zu, es gibt auch schönere Berufe als Soldat sein. Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden
unbekannten Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marker eben finden kann. Wir folgen also Ellie. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Was ist das hier? Gibt's da irgendwie was Aufzugmäßiges oder so? Sind noch irgendwelche Schienen? Naja, das werden wir wahrscheinlich später noch erfahren. Komisches Zeugs. Oh, da ist oben ist was. Da oben ist was. Minipack. Und geht's da zur Brücke? Nee. Schauen wir doch. Ach nee, von da sind wir ja reingekommen. Ah, I see. Okay, dann hätte man einfach hier die Treppe nehmen sollen. Ah, ich depp. Öffnen. Oh Gott, flackerndes Licht, das macht mich schon wieder ganz wuschig. Wir sind hier rum, das heißt, wir schauen mal, was es hier so gibt. Irgendwelche Sektionen. Aurora Deck 104-5. Nein, 104-5. So. Okay, aber da ist nichts. Ah, und wir fliegen anscheinend durch so eine Art Hyperraum oder so. Wie man das aus einschlägigen Science-Fiction-Serien wie, keine Ahnung, Stargate, Star Trek, Star Wars, da irgendwas kennt. Ja. Aber warum nicht? Muss ja irgendwie möglich sein, denn die physikalischen Voraussetzungen für Überlichtgeschwindigkeitsreisen sind ja schwierig. Gelten sogar als unmöglich. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in. D-Shock. 4, 3, 2. Und D-Shock! Was auch immer das ist. Pam. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Ja, das ist die Reste davon. Krass. Oh, fuck. Ich seh's. Wow. Gut navigiert, würde ich sagen. Alter. Voll das Trümmerfeld. Das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Kriegsschiffe? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter sind das Bark? Moment. Nein. Oh, fuck! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionsladung! Am Hauptvektor bereiten! Geht nicht! Oh, scheiße, Minen! Jetzt reißt es erstmal gleich die halbe Kuh raus. Habt ihr keine Shots oder so? Okay, wir gehen mal hier rein, denn die Tür war offen. Was ist denn? Was ist denn? Da, schnapp den Plasma-Cutter. Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit. Seit wann geben Sie hier Befehle? Tun Sie es einfach! Nachdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm, da runter! EVA? Komm, schneller, Isaac. Schneller. Oh, fuck. Oh, fuck. Geht wieder alles zu hoch. Ach, wir haben unseren Anzug nicht an. Eieiei. Oh, aua. Ich glaube nicht. Oh, scheiße. Wir kriegen keine Luft mehr. Wir sollten uns beeilen, dass wir hier nicht... Oh, fuck, 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 fuck. Schnell irgendwie hier rein und durch und in den Anzug. Schnell, schnell, schnell. Zap. Yeah. Helm aktivieren, Isaac. Helm aktivieren. Ah, wieso liegt der da drinnen? Oh, fuck.
mal tief Luft holen und... Puh. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Wie kann ich mich denn festpinnen? Fuck, wo muss ich hin? Ich sehe es nicht. Scheiße. Oh, und unsere Luft geht aus. Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Okay, und was muss ich wegsprengen? Verstehe ich nicht. Hä? Wo geht das lang? Da rein. Danger. Sprengen? Was muss ich denn sprengen? Hä? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Machen wir mal F. Können wir damit irgendwas machen? Ah. Die wegschieben, okay. Und dann dich da. Ist gereicht. Kann man das drücken? Aktiviert. Ja, das war ein bisschen doof, direkt vor der Explosion zu stehen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nö. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Oh, fuck. Ist auch noch in die Minen. Mine. Oh. Oh, nein. Unser erster Tod. Zur Seite. Kann ich noch runter? Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Wow. Mine. Nein. Hat's mich schon wieder erwischt. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann können wir noch ein bisschen sterben. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Oh mein Gott. Minen. Minen. Ach, jetzt kann ich schießen, oder was? Ah, okay. Oh. Isaac, wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Wow. Wow, 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 wow. Scheiße. Wow. 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 Fuck. Oh Mann, oh Mann. Ob wir dieses Level jemals schaffen? So, jetzt haben wir wenigstens schon rausgefunden, dass wir schießen können. Das ist ja schon mal gut. Wow. Da müssen wir durch. Okay. Wow. Wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Wow. Scheiße, wow. Wow, fuck. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumherum steuern. Oh. Brechen Sie eben durch. Oh nein, oh nein. Oh, oh. Da sollte man dahinter sein. Wow. Ich hab's. Bringen Sie es unter Kontrolle. Ich bin auf vollem Schub. Oh mein Gott. Es wird langsamer. Okay. Okay. Das war's. Himmel, das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Kurze Pause, denn hier muss ich jetzt mal den Part beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.